Oh, kühl. Oh, sowas mag ich voll. Freunde, wir gehen mal wieder in einen Bikepark und checken mal ab, was da alles so abgeht und guck mal, wie sich das Ganze fährt, ob es Spaß macht, ob man es weiterempfehlen kann. Doch von welchem Bikepark ist denn überhaupt die Rede? Ihr habt den Titel gelesen, es geht ins wunderschöne Brandnertal. Mit von der Partie ist wie so oft der liebe Timo. Und gemeinsam mit dem werden wir im heutigen Video auf jeden Fall mal schauen, ob das Brandnertal wirklich so schön ist, wie jeder sagt. Und eventuell fährt der Timo sogar die beiden größten Sprünge des gesamten Bikeparks. Und ich denke, gegen Ende soll es mal wieder einen schönen dicken Edit geben. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr weiter drumherum. Wir zaubern uns jetzt mal schön ins Brandnertal. Wetter sieht ganz okay aus. Moin. Machen wir mal einen entspannten. Alter. Oh, kühl. Oder ja, Kuhfladen. Anfänglich sind wir erstmal ein paar entspannte Enduro-Trails runtergerollt mit sehr, sehr schöner Aussicht. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber ich würde sagen, genießt doch einfach mal die wundervolle Aussicht. Scheiße. Ey, das ist ein schöner Anlieger. Das ist ein schöner Anlieger. Timo macht jetzt einen Trick. Boah, Junge. So krass da rein, da. Boah, sowas mag ich voll. Diese eine Abfahrt hat tatsächlich ziemlich lang gedauert. Als wir nochmal unten waren, haben wir uns wieder in den Lift gehockt, sind hochgefahren, dann hieß es nochmal kurz den oberen Teil der Jumpline fahren. Und wie das ordnungsgemäß funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Hi, hier ist Marc von der Bike School Ride First. Kurz vorher geht man in eine tiefe Haltung, Arme und Beine beugen sich. Und wenn das Rad in den Absprung geht, geht man in eine Streckung, um den Absprung des Rads zu unterstützen und kommt dann in eine natürliche Flugkurve. Easy. Boah, scheiße. Boah, scheiße, hä? Es hat dann kurzzeitig angefangen übelst zu regnen, es war saukalt draußen, die Trails waren nass, ich hatte nur ein T-Shirt dabei, weil ich meine Regenjacke irgendwie zu Hause vergessen habe, genauso wie meine Wechselsocken. Boah, Alter, das ist kalt. Boah. Das ist verdammt rutschig auf jeden Fall. Ui. Alter, muss das sein? Das war es dann aber schon so grob vom ersten Tag, wir haben dann nochmal unsere Bikes ordnungsgemäß gewaschen, genauso wie das Kameraequipment. Top, das war es auf jeden Fall erstmal. Wir haben aber ordentlich was gefilmt am zweiten Tag und das verpacken wir jetzt in einen schönen Edit. Ich hoffe, der gefällt euch ganz gut. Wenn dem so ist, Abo da lassen. Und ich würde sagen, let's go! We'll be right back.
Ah! Ah!